Wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ein afghanischer junger Mann, ein Journalist, der als Flüchtling in die Ukraine gegangen ist. Und als ihm klar wurde, Präsident Janukowitsch wird das Abkommen nicht unterzeichnen, auf das die Ukraine wartet, hat er diesen Facebook-Eintrag gemacht. Man kann sehen, wie tatsächlich ein Schmetterlingsschlag die Welt verändern kann. Denn das war der Anstoß für die große Protestbewegung, die wir dann von uns aus Deutschland und anderen Ländern mit Spannung, mit Faszination, mit Bangen und Hoffen begleitet haben. Und es hat tatsächlich eine Revolution gegeben. Sie heißt heute die Revolution der Würde. Das Land hat damit ein großes Stück Freiheit gewonnen. Das Land hat sich damit Richtung Europäische Union bewegt. Das Land hat dafür aber auch einen hohen Preis bezahlt. Nicht nur die über 100 Toten auf dem Maidan selber, sondern Sie alle kennen die Etappen, die Annexion der Krim, den Verlust und einen bis zum heutigen Tag andauernden Krieg im Osten der Ukraine, dem immer wieder Menschen zum Opfer fallen. Es gab in dieser Zeit sehr viele wohlmeinende Stimmen aus Deutschland. Eigentlich gingen viele in die Richtung, muss denn die Ukraine auch wirklich den Kreml so provozieren und unbedingt Richtung Brüssel marschieren? Können sie nicht in Richtung Neutralität gehen? Es wurde viel von der Finnlandisierung gesprochen. Ich glaube, da ist nicht immer ganz klar, mit welchen Einschränkungen Finnland diese Finnlandisierung bezahlen musste. Es gab einen hoch angesehenen Altkanzler, der vom Kunststaat der Ukraine sprach, ähnlich wie dazu mal von der Tschechoslowakei als Kunststaat gesprochen wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, viele wohlmeinende Stimmen, die häufig im Gegensatz zu dem Wissen über dieses Land standen. Die Ukraine ist in der Tat für alle, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren sind, und das sind inzwischen die meisten von uns, die hier sitzen, ein Stück verschwunden, nicht nur von der geografischen Landkarte, sondern auch von der politischen Landkarte. Ich glaube sogar, man kann sagen, von der kulturellen Landkarte. Sie ist verschwunden unter dem Dach der Sowjetunion, als Teil der Sowjetunion. Und sie ist verschwunden hinter dem eisernen Vorhang, hinter dem viele Länder, also der Teil Europas, verschwunden ist, der in Jalta geteilt worden ist. Und wir im Westen haben zunehmenden Kontakt, nicht nur zu den Menschen, sondern auch zu den Orten, zu den Sprachen und vor allen Dingen zu den historischen Situationen verpasst, die diese Länder durchgemacht hatten. Ich möchte gerne von mir noch zu Beginn sagen, dass es für mich einen Historiker gibt, den ich gerne kurz würdigen möchte. Das ist Timothy Snyder. Ich halte das mal hoch mit seinem Buch Bloodlands. Timothy Snyder, der uns den Spiegel vorhält und der uns darauf hinweist, dass sowohl die in Deutschland als auch die in Russland, also Berlin und Moskau, gut beraten sind, ihr Augenmerk zu richten auf die Länder, die zwischen diesen beiden Imperien liegen. Früher mal Zarenreich, preußischer Königshof, immer dazwischen. Der Landstrich von der Ostsee bis runter zum Schwarzen Meer. Ein Landstrich, der immer wieder entweder von Westen oder von Osten überfallen worden ist. Immer wurde Unheil mitgebracht. Und der Begriff Bloodlands, also die Erde, die mit Blut getränkt ist, die ist, wenn man anfängt, sich mit diesen Ländern zu beschäftigen, nicht übertrieben. Auch für uns hat dieses Buch, für viele bei uns, die Türen und
die Köpfe geöffnet. Das Gleiche gilt, glaube ich, für ein Kapitel der ukrainischen Geschichte, das der Botschafter eben angesprochen hat, nämlich den Roten Hunger, den Holodomor von Anne Applebaum. Auch das halte ich noch mal hoch. Auch eine Etappe der ukrainischen Geschichte, die kaum bekannt ist. Und last noch least, dann lasse ich Sie mit dem Literaturüberblick in Ruhe. Die Shoah in der Ukraine hat ein anderes Gesicht gehabt als die, die wir kennen, wenn wir Auschwitz sagen. Nicht die industrielle Vernichtung, sondern die Vernichtung von Menschen durch Erschießen, durch Erschlagen, durch Verbrennen. Patrick Debois, ein französischer Priester, hat sich auf die Spurensuche gemacht dieses Teils der Shoah, und auch das ist ein ungeheuer wichtiges Buch. Alle diese Etappen sind in dem Buch, das wir nun zusammengestellt haben, zusammengefasst. Ukraine verstehen, entsprechend der Website, die wir seit 3 Jahren machen. Und wir haben uns auf die Spuren von Terror und Gewalt begeben, auf die Spuren des 20. Jahrhunderts in der Ukraine.